Mach rein da. Was soll man denn die ganze Zeit hin und her machen? Wir brauchen von dem Zeug sowieso noch. Also es lohnt sich gar nicht, wenn ich da jetzt lange rummache. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Age of Engineering. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit der Materie Werkzeug nochmal beschäftigt. Und ich habe endlich eine Möglichkeit gefunden, wie das Ganze funktioniert. Ich habe ja auch schon ein Bronze-Binding gemacht. Hallo? Okay. Wir wollen mal gucken, wie der eine Tisch fehlt. Und zwar die Toolstation, glaube ich. Stencil, ja. Toolstation. Die kriegen wir ja easy hin. Ups. Und ich glaube, da muss nur noch eine Pattern drüber. Es wird schon wieder Nacht, wie immer bei uns. Hier, Spitzhacke. Und den Hammer. Weiß gar nicht, wo wir den Hammer machen können. Egal, wir gehen erstmal kurz schlafen. Ich habe auf jeden Fall jetzt die Erfahrung und das Wissen, damit wir uns gescheites Werkzeug machen können. Weil es ist schon ein bisschen nervig. Aber ich weiß noch nicht, wie ich den Hammer machen soll. Das werden wir uns gleich mal angucken. Minus 60 Durability. So, wir nehmen jetzt zum Beispiel hier diesen Flinthammer, legen den da rein, haben hier Clay und lassen uns mal eine Schablone bauen. So, wenn die Schablone fertig ist, vergilbt dieses andere Ding. Wir sollten mal kurz gucken, Hammer, wie viel wir dafür überhaupt brauchen. Millibuckets. Dann hoffe ich mal, dass das reicht. Und jetzt kommt diese Bronze oben drauf. Das reicht natürlich nicht. Ich glaube, wir brauchen noch mal zwei. Wir brauchen noch mehr. So, jetzt sollte es reichen dann. Also wir nehmen einfach ein Glading und hauen da zweimal für zwei verschiedene Dinger drauf. Brauchen halt am Anfang unser Ding in irgendwas anderem. Aus Stein, was auch immer. Also das Ergebnis, was wir haben wollen. Und dann dauert es ein bisschen und dann wird es gemacht. Was natürlich danach weg ist, ist dieser Clay. Aber das ist jetzt nicht so wild. So, haben wir auch. Machen wir das vielleicht mal so. Geht gar nicht. Nein. Na. Und hier machen wir mal eins aus Holz. Toolrot. Durability 25. Und jetzt kommt eben nichts raus. Genau, das ist unser Problem. Wo müssen wir denn den Hammer bauen? Wo muss der denn rein?
Da auch nicht. Na, das ist ja verkackt. Hier vielleicht. Und hier. Das ist ja das Seltsame. Okay, warte mal. Tool. Ah, vielleicht brauchen wir da eine höhere. Tool Forge. Tool Station. What? Okay, dann machen wir erstmal was anderes. Und zwar unsere normale Spitzhacke. Dafür brauchen wir noch ein Dings da hier. Einmal Koppel holen wir uns da. Also wir können das ja ausmachen, aus dem Material machen, wo wir wollen. Das reinlegen. Clay ist drin. Jetzt brauchen wir aber nochmal Bronze. Und wir haben aber keine Bronze mehr. Nein! Was ist das? Eisen. Tin. Dann können wir doch Bronze machen. Nein. Bronze. Oh, wir können das bloß über die Ding machen. Smeltery. Also drei davon. Und ich glaube, so ist das. Im Verhältnis 1 zu 3 war es, glaube ich. Rose Ingot. Was sind das? Smelting. Burns. Kupfer, Bronze hier. Das verwandelt sich ja noch. Gut. Ups. Bronze. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt schon mal eine Spitzhacke aus Bronze mit Diamantlevel. Das ist cool. Ein Block Bronze. Oh. Gut, also wir haben ja eine Spitzhacke. Und ich glaube, ich habe jetzt auch so ein bisschen verstanden, wie das funktioniert. Achso, warte mal. Wir lassen noch einen Block liegen. Kann ich das nicht hier? Ich könnte das jetzt begießen, dass der der weiß, dass der einen Inke da rausmachen soll. Okay, ist ja auch wurscht. Wir haben Bronze zum Reparieren. Wir haben einen Head. Ich weiß nicht, wie ich den Hammer machen kann. Vielleicht brauche ich da wirklich einen anderen, eine andere Station, weil der wäre natürlich cool gewesen. Bom. Hier, Bronze muss noch zurück. Die Schablone können wir natürlich auch wegmachen. So, und wir haben uns einiges an Alabaster geholt. Damit könnten wir jetzt schon mal bauen. Der Boden soll ja auf dieser Höhe gebaut werden. Ich glaube, wir machen uns noch, jetzt sind wir so voll drin in diesem Werkzeugmodus. Wir machen uns, glaube ich, noch, habe ich drin? Nee, habe ich nicht. Wir machen uns noch eine Schaufel. Oder wir machen uns diesen
Hammock. Wie heißt denn der? Excavator. Ist halt die Frage, ob der Excavator funktioniert hier. Deshalb machen wir, glaube ich, einfach nur eine Schaufel. Aber Excavator können wir auch schon mal eine Schablone machen. Ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. So. Excavator. So. Schaufel. Gut, dann. Okay. Brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen. Haben wir auch noch ein bisschen. Brauchen wir noch ein bisschen, haben wir noch ein bisschen. So. Bronze. Ich könnte mal. Okay, wir brauchen zwei Bronze. Für so eine scheiß Schaufel. Für den Excavator werde ich mit Sicherheit auch zwei brauchen. Oh. So. So, Excavator noch. Clay haben wir. Und das reicht sogar. Oh ne, da brauchen wir viel mehr. So, auf jeden Fall können wir uns gleich... Ach, warte mal, wir brauchen noch Tool Rods. Tool Rods. Durability minus 50. Schlafen. Ja, wir steigen so ein bisschen durch, was die Werkzeuge, glaube ich, alles so können. Ich guck mal, ob das auch geht. Das geht natürlich nicht. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich zu wenig habe. Oder ich muss die auch so. Ja, mit Sicherheit. Flintrod. Ich muss mit Sicherheit es auch so machen. Iron Handle. Gibt mir eigentlich gute Werte. Dann werde ich doch mal gucken, ob ich da eine Eisenhandle hinkriege. Machen wir mal zwei. Oh, ich habe sogar einen Excavator, das hat funktioniert. So, da haben wir noch was drin. Machen wir nochmal ein. So, was gibt denn der? Minus 50 Durability. Eine Schaufel. Ein Tool Rod müssen wir noch machen. Ja. Zwei eigentlich. Nein! 53. Egal. So, Ingots. Ach, nur plus eins gebraucht. Sehr schön. So, Clay ist jetzt weg, denke ich. Nö, haben wir noch. So. Eine Schaufel.
Bindings müssen wir noch machen. Und die machen wir aus. Wir haben gar nichts mehr. Müssen wir wieder Bronze basteln. Und Clay haben wir auch nichts mehr. Nee. Na komm, mach rein da, mach rein da. Was soll man denn die ganze Zeit hin und her machen? Wir brauchen von dem Zeug sowieso noch. Also es lohnt sich gar nicht, wenn ich da jetzt lange rummache. So, Bronze nach unten, Bronze rein, fertig. Dann haben wir noch eine Schablone, auch Bronze rein, fertig. Jawohl, jetzt geht es hier mal voran. Mining Speed, wow, 400. So, und jetzt haben wir wieder das Problem, dass es da nicht reingeht. Ja, das heißt eigentlich wirklich, also so verstehe ich es, dass wir so, was sagt die jetzt? Modifier ist 3. Repair. Moss. Item Repairer. Das meine ich natürlich nicht. Ist auch jetzt nicht so wichtig. Ich wollte hier mal kurz gucken, wie wir unser Häuschen bauen. Und ein bisschen angleichen. So. Weil es soll wirklich in der nächsten Zeit zum Server kommen. Ja, es soll zum Server kommen. Wir haben den festen Plan. Wie genau der laufen wird, weiß ich noch nicht. Aber wir wollen das. Und deshalb möchte ich auch hier ein bisschen was Schönes schon stehen haben, wenn es soweit ist. Was war denn das? Ist hier irgendwo ein Hühnchen? Wir haben hier auch ganz schön viel Essen eigentlich. War halt alles noch gar nicht abgefarmt, weil es uns völlig egal war. Wir haben ja noch. So. Gut. Also. Ich denke mal, wir werden hier noch weitergehen. Und ja, den Baustil, der ist mir eigentlich auch noch nicht ganz klar. Wo ist denn unsere Schaufel, unsere super duper Schaufel? Na, so super ist sie eigentlich nicht, aber es ist unsere erste Schaufel, die wir mit Tinker's Construct völlig selbstständig gebaut haben.
Und zwar ohne, dass uns jemand geholfen hat. Und das heißt bei mir was. Weil wirklich, also Tinker's Construct, ich habe es noch nie wirklich. Selbst das, was ich jetzt gemacht habe, ist mit Tinker's. Habe ich mit Tinker's noch nie gemacht. Und es waren ja eigentlich nur Grundlagen. Nee, stimmt nicht. Ich glaube, ich habe mir gerade gelogen. Ich habe schon mal Tinker's Werkzeug gemacht. Aber trotzdem, ich habe mit dem Mod eigentlich sonst nie was zu tun gehabt. Deshalb ist es für mich umso toller, dass ich das hingekriegt habe. Ach, das Ploppen ist wenn das nächste Stack reinrutscht ins Inventar. Ja, da es ein bisschen langweilig ist vielleicht, wenn ich wieder nur baue, während Folgen, werde ich eventuell in den nächsten, also zwischen den Folgen, ein bisschen bauen. Und dann seht ihr das Ergebnis schon in der nächsten Folge. Ja nicht so besonders, wenn man baut. Ich probiere zwar wie immer schön zu bauen, aber das sollte ja kein Problem sein. So. Gut, und ja, das war es auch von der heutigen Folge Minecraft Age of Engineering. Und ich sehe gerade, da sind wir eigentlich eins zu hoch. So hoch brauchen wir gar nicht. Oder? Doch, auf die Höhe muss ja der Boden. Das heißt, da muss ich überall noch mal eins. Achso, ja, da kommt der Boden drauf. Da kommt der Boden drauf. Okay, dann passt's. Ich war gerade etwas irritiert. Irritiert. So, also ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann haben wir hier keine Erde mehr. ja, keine Erde mehr heißt, wir sind fertig für den Moment. Mal F7 an. Habe ich eigentlich die ganze Zeit vergessen, dass wir das hier haben. Dann könnte ich hier mal ausleuchten, dann müssen wir nicht immer Angst haben in der Nacht. F7 ist eine wunderbare Taste. So, ein bisschen Licht haben wir jetzt zumindest. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Minecraft Age of Engineering. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.